Schulstart in Mecklenburg-Vorpommern. Mit dem Ferienende wächst in Deutschland die Sorge, dass Corona in die Schulen zurückkehrt. Für die Kleinsten gibt es keine Impfung. Aber Jugendliche ab 12 Jahren sollten geimpft werden, fordert der Chef der Ministerpräsidentenkonferenz mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen. Ich sehe in Berlin, dass ich bei den 15- bis 25-Jährigen eine doppelt bis vierfach so hohe Inzidenz habe wie in den anderen Bevölkerungsgruppen. Das heißt, da tut sich etwas. Und darauf zu reagieren und ein Angebot machen, das ist ja keine Pflicht, ein Angebot machen, dass man sich auch überall impfen lassen kann, das finde ich sehr sachgerecht. Für die Impfung der 12- bis 17-Jährigen gibt es bislang keine grundsätzliche Empfehlung der Ständigen Impfkommission, außer bei bestimmten Vorerkrankungen. Kritiker der STIKO verweisen jedoch darauf, dass internationale Studien bereits eine Impfung in dieser Altersgruppe empfehlen. Mittlerweile sind die Daten so stark zugunsten der Impfung von Kindern und die Infektion mit der Delta-Variante wäre eine solche Tragödie, wenn all diese Klassen sich durchseuchen würden, dass man hier sagen muss, hier muss man mal an der STIKO vorbei eine Empfehlung für die Impfung aussprechen. Corona gefährdet den Schulalltag. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten heute über das Impfangebot. In einem Beschlussvorschlag heißt es werden nunmehr alle Länder Impfungen für 12- bis 17-Jährige anbieten. Es geht um ein Angebot, keine Pflicht. Wer verunsichert ist, soll einfach sich mit seinem Arzt auch noch mal besprechen, soll das beraten. Es soll ja niemand was aufgezwungen werden, sondern wir machen ein Angebot niedrigschwellig breit draußen in den Impfzentren. Die Hoffnung der Politik, das Impfangebot für Kinder und Jugendliche soll verhindern, dass sich die besonders ansteckende Delta-Variante über die Schulen verbreitet. Nicole Konert in Berlin. Ja, wie kontrovers wird denn die Frage, ob man ohne Empfehlung der STIKO trotzdem ein Impfangebot an 12- bis 17-Jährige richten soll, diskutiert? Ja, da ist eigentlich noch richtig Musik drin. Seit Wochen wird diese STIKO-Empfehlung eigentlich gefordert von der Politik, aber auch von vielen Verbänden. Und seit Wochen sagt die STIKO, nein, wir lassen uns nicht drängen, es fehlt uns die Daten, es ist noch zu unsicher. Und wer möchte, kann ja, es ist möglich, aber wir werden keine Empfehlung aussprechen. Und natürlich, da diese Empfehlung noch nicht ausgesprochen ist, führt es zu viel Verunsicherung auch bei Eltern, ob man tatsächlich die Kinder impfen lassen sollte oder nicht. Und jetzt gibt es eben die klare Haltung der Gesundheitsministerkonferenz, die sagen, also wir wollen mal ein Signal setzen, auch fernab von der STIKO. Das ist das eine. Und das andere ist, dass auch Gesundheitsexperte Karl Lauterbach heute auch noch mal vehement die STIKO kritisiert hat. Sie hätte sich bisher in den Entscheidungen verrannt. Das ist eine Außenseiterposition, weil bisher gibt es ja in manchen Ländern schon die Möglichkeit, dass Jugendliche sich impfen. Es gibt die Zulassung der Europäischen Arzneimittelbehörde und klar ist, man kann die Kinder damit impfen. Und das, da gibt es eben viele kontroverse Diskussionen darüber. Das heißt aber auch, die Gesundheitsminister der Länder und des Bundes, die sind sich da einig? Ja, nach dem Entwurf, der uns vorliegt, gibt es eben, soll es einen Beschluss geben, in dem das nochmal klar angeboten wird, dass Kinder sich impfen, also Kinder ab 12 Jahren sich impfen lassen können, nicht müssen, sondern dass es die Möglichkeit gibt und dass sie es vor allem in Impfzentren machen können, dass sie es bei Betriebsärzten bei den Eltern vielleicht machen können und nicht nur beim Kinderarzt. In manchen Bundesländern gibt es das schon, dass man Kinder in Impfzentren schon impfen lassen kann, aber bisher nicht überall. Im Moment ist es noch wieder dieser föderale Flickenteppich, dass es mal so oder mal so geregelt ist. Und jetzt soll es eben ein klares Signal geben. Eigentlich sollen sich Kinder überall impfen lassen können, wenn sie das wollen und die Eltern dazu stimmen und mit einer natürlich Beratung der Ärzte vor Ort. Weiteres wichtiges Thema der heutigen Sitzung, die Auffrischungsimpfung. Was wird da diskutiert? Ja, da geht es vor allem um die Auffrischungsimpfung für Ältere, für Risikopatienten. Man hat in einer Studie festgestellt, dass obwohl Ältere Immunschwache zweifach geimpft sind, dass sie vielleicht doch nicht so immun gegen Corona sind. Deswegen wird eine dritte Impfung empfohlen. Und das heißt, dass man dann so schnell wie möglich, eigentlich ab September, auch wieder mobile Impfteams in die Altersheime, in die Pflegeeinrichtungen schickt, damit jetzt die dritte Auffrischungsimpfung gerade für diese Risikogruppe erfolgen kann. Gibt es diese geplante dritte Impfung dann auch für alle anderen, die vielleicht nicht so ein hohes Risiko haben?
Ja, auch da sieht der Entwurf, der ja noch nicht beschlossen ist, vor, dass es eine dritte Impfung auch für alle Bürgerinnen und Bürger geben soll, die bisher zwölffach geimpft wurden. Und da ist auch neu dran, dass egal womit man geimpft worden ist, also wenn man davor mit AstraZeneca oder Johnson & Johnson geimpft wurde, kann man dann als dritte Auffrischungsimpfung einen mRNA-Impfstoff bekommen, also von BioNTech, Pfizer. Und das soll eigentlich auch ab September allen angeboten werden. So ist im Moment die Idee der Gesundheitsminister. Wie sehen weitere Punkte des Entwurfs aus? Also das sind eigentlich die beiden hauptwesentlichen Punkte des Entwurfs. Was auch noch interessant ist, ist, jetzt für Studierende möchte man ein unterschwelliges Angebot machen, dass auch jetzt mit Beginn der Semester, also wenn das Semester wieder beginnt, dass dann tatsächlich Studierende sich vor Ort auch vor der Uni vielleicht impfen lassen können. Also man möchte ganz viele niederschwellige Angebote an Jugendliche, an Jüngere anbieten, weil man jetzt auch festgestellt hat, das hatte heute auch der regierende Bürgermeister Müller gesagt in Berlin, hat festgestellt, dass die Inzidenzen bei den Jugendlichen und bei den Jüngeren jetzt gestiegen sind. Und da muss man jetzt ran. Und deswegen soll es nach den Entwürfen auch niederschwellige Angebote geben, dass es also kein Hemmnis mehr gibt, dass sich Jüngere auch wirklich impfen lassen können. Und das kann eben auch vor Ort direkt an der Mensa sein. Danke, Nicole Kuhnert nach Berlin.